Der Sebalder Pfarrhof ist ein Wahrzeichen der Nürnberger Altstadt und nun Treffpunkt für Einheimische und Touristen. Ein wunderschöner Innenhof, ist sehr gelungen. Ja, das ist kühl, es ist schön, es ist ruhig. Man fühlt sich wohl. Das 800 Jahre alte Baudenkmal lädt zum Betreten und Bleiben ein. Pfarrer Martin Brons brachte seine Ideen in die Sanierungsarbeiten mit ein. Er wollte unbedingt ein kleines Café als Ort der Begegnung haben. Die Frage war für uns tatsächlich, wie gehen wir mit diesem alten Gebäude, was ja auch ein Geschenk ist, aber auch sozusagen eine Herausforderung, wie gehen wir im 21. Jahrhundert damit um? Und da haben wir uns entschieden, durch die Chance, die wir haben, mitten in der Altstadt, die Menschen zu uns einzuladen, egal welche Konfession, Religion. 3 Jahre war hier Großbaustelle. Kostenpunkt fast 7 Millionen Euro, ein Mammutprojekt. Mitten in den Sanierungsarbeiten tauchte ein Stein mit hebräischer Inschrift auf. Ein jüdischer Grabstein aus dem Jahr 1334. Meine erste Reaktion war der Griff zum Telefon zur israelitischen Kultusgemeinde. Wie gehen wir damit um? Dann haben wir gemeinsam entwickelt, es wäre doch wunderbar, wenn dieses älteste Zeugnis jüdischen Lebens der Stadt Nürnberg in der Altstadt von Nürnberg verbleibt. Baseh. Hasha'ar, lo yavo tsa'ar. Ist eine wunderbare Reimform und heißt auf Deutsch, durch dieses Tor soll kein Kummer kommen. Hier im Eingangsbereich des evangelischen Pfarrhofs entstand ein kleiner Ausstellungsraum zur jüdischen Geschichte. Völlig ungeplant. Und nun eine Bereicherung für das kulturelle Leben der Stadt. Der Pfarrhof will offen in die Zukunft gehen. Kreativität auch im ältesten Gebäudetrakt der einstigen Wöchnerstube. Hier wurden aber nicht Kinder geboren, sondern der Priester im Mittelalter hatte hier seinen Wochendienst. Sprich, da war 24/7 jemand erreichbar für das kirchliche Leben. Von der Geburt bis zu Seelsorgegesprächen, Traueranmeldungen, Beerdigungsanmeldungen. Man kann eigentlich sagen, alle Nürnberger sind hier durchgeschleust worden im besten Sinn. Historische Bruchstücke lagern in einem von insgesamt 6 Kellergewölben. Pfarrer Brons will Historisches nicht einfach entsorgen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Ausstellung. Das hier zum Beispiel ist auch von, da sieht man eigentlich die Technik von oben von der Decke. Also zwischen die Balken wurden diese Dinger reingeschoben und dann hat man den Lehm. Der Lehm ist jetzt von 1380 hier. Da hat man diesen Lehmverputz dazwischen gemacht und eben sozusagen die Decke neu isoliert. Die Pfarrerswohnung ist im 1. Stock. Die Sebalder Pfarrer im Mittelalter, häufig aus Adelsfamilien, waren gebildet und wohlhabend, legten Wert auf repräsentative Räumlichkeiten. Neben dem Gebetserker, dem sogenannten Chörlein, ist im Wohnzimmer der noch erhaltene Ziegelsplittboden eine Besonderheit. Er stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ursprünglich war er im ganzen Haus. Alle Wände und Decken waren bemalt. Wir haben hier eine kleine Luke eingebaut, damit man eben die alte Malerei noch sehen kann. Das ist eigentlich nur ein ganz dünner Boden, der Fußboden sozusagen des oberen Stockwerks. An den Decken eben alte Blumen, Rankenmuster. Wahrscheinlich die älteste profane Deckenmalerei Deutschlands. Ist natürlich nicht nur die schönste Pfarrstelle, sondern ich glaube auch einfach das schönste Pfarrhaus von mindestens Deutschland. Pfarrer Martin Brons. Durch sein Engagement ist der Sebalder Pfarrhof nun für alle geöffnet. Die ruhigen Momente im privaten Pfarrgarten sind selten und er genießt sie ganz besonders.